Samstag, 9.52 Uhr. Das kleine Reisebüro Southern Cross liegt in einem heruntergekommenen Ladenlokal in einer Seitenstraße vom Kurfürstendamm, mitten im alten Zentrum von Berlin-West. Eigentümer ist ein gewöhnlich sehr wortkarger Orientale. Die beiden zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sind tatsächlich überraschend modern ausgestattet, wie unser Freund Georg Brandt, auch bekannt als Hacker T-Rex, wieder einmal beim Eintreten bemerkt. Außer der hinreißend schönen Nolo, die jetzt auch wieder Tatjana Jung heißen darf, sieht Georg diesmal niemanden in dem Geschäft. Ach, fast wie in alten Tagen. Hallo Tatjana. Hallo T-Rex. Sag bitte Nolo zu mir. Ja, ich habe es ja versprochen, wieder so zu tun, als ob fast nichts gewesen wäre. Also arbeite ich auch wieder hier im Reisebüro. Ach, fühlt sich komisch an nach allem, was hier passiert ist. Ich darf mich setzen? Was macht eigentlich Herr Hussein, oder wie immer der heißt? Ian nennt ihn Mondrial. Aber das ist wohl eher sein Rang im... Was kann ich für dich tun? Möchtest du einen Kaffee? Wenn du Jamaica Blue Mountain wieder da hast, gerne. Sicher, davon ist noch jede Menge da. Extra für dich. Zucker? Etwas. Hier, mit einem Würfel Zucker. Tatsächlich fast wie immer. Wieso nur fast? Naja, wir sind nicht mehr dieselben. Hm. Wirklich sehr gut. Und? Ja, ich musste darüber nachdenken. Wenn du hier nicht die bist, die du eigentlich bist. Ja. Und auch dieses Reisebüro nicht das ist, was es eigentlich dem Schein nach sein sollte. Komm zum Punkt. Und das alles hier nur dem dient, dem seligen Traun ein Erbe zu verschaffen. Ja. Was, so frage ich mich an Requisiten, wurde dann noch ganz gezielt hier für mich drapiert? Du meinst, außer den Kaffeebohnen, dieser sündhaft teuren Plörre? Ja, genau. Nun, ich weiß nicht. Lass mich überlegen. Vielleicht... Gibt es hier noch weitere Chiffren von Tron, die für mich bestimmt sind? Wenn du mich so fragst, dieser Modellzug hier vor mir auf meinem Schreibtisch. Laut Legende ist der Original von Tron. Tatsächlich? Modell H0. Das ist ein alter TEE. Ein Trans-Europa-Express. Eigentlich Trans-Europ-Express, ohne das aber Europa. War mal der Paradezug der Deutschen Bundesbahn. Ja, und der ist von Tron? So hat man mir das gesagt, ja. Scheint eine ganz normale Modelleisenbahn zu sein. Aber echter Hingucker. Zwei Triebwagen, die sind eine echte Designlegende. Und mit zwei Waggons dazwischen, ein normaler und der Panoramawagen. In Bordeaux rot und beige. Allerdings etwas angestaubt. Hey, pass auf. Soll mal ein Werbegeschenk gewesen sein. Aus dem Reisebüro von Trons Mama. Auf jeden Fall mal eine Chiffre, die Jungs Herzen wirklich höher schlagen lässt. Aber was soll sie bedeuten? Es gab da sogar einen Song drüber von der Gruppe Kraftwerk. Trans, Europa, Express. Such doch im Internet, ob es einen Soundfile von Tron zu diesem Song gibt. Wieso? Ich hab doch schon die Chiffre. Den Zug hier. Ich brauch keine weitere. Also arbeitete Tron nicht. Nee. Da steht Rheingold drauf. Das ist wohl der Name des Zugs. Die ICEs heute haben ja auch immer so seltsame Namen. Eher nicht. Früher hatten die Zugverbindungen Namen. Ja, hier. Rheingold hieß die Verbindung von Amsterdam bzw. vom Fährhafen Hoek van Holland nach Genf, also in die Schweiz. Passierte dabei das Rheintal. Daher wohl der Name. Rheingold wiederum hieß auch eine andere Band. Wie Kraftwerk auf puristisch-elektronische Musik spezialisiert. Computermusik. Hackermusik. Hört sich für mich nach einer Spur an. Und ich habe hier noch was für dich. Ich bin ganz Ohr, wenn du was für mich hast. Ach ja, wir sind hier schließlich in einem Reisebüro
Und daher kann ich dir mitteilen, dass just am morgigen Sonntag ein historischer TEE auf der Rheingold-Rheintal-Strecke ab Basel über Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Bonn und Köln bis Düsseldorf und Duisburg unterwegs sein wird. Wie ist es also, mein Lieber? Soll ich versuchen, dir noch ein Ticket zu buchen? Es ist Sonntag, der 23. Mai 2004, 14.23 Uhr. In Berlin tagt heuer die Bundesversammlung, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Derweil Georg im historischen Trans-Europa-Express in Richtung der alten Hauptstadt Bonn rast. Von Frankfurt kommend entlang des linken Rheinufers Richtung Norden. Begleitet wird T-Rex von seinem Kommilitonen Kim Schmidtke, mit dem zusammen er es sich im luxuriösen Erste-Klasse-Großraumwagen unter der prächtigen Glaskuppel bequem gemacht hat. Gemeinsam genießen sie die grandiose Aussicht auf den deutschen Schicksalsfluss. Jedoch, das Modell des TEE-Zuges Rheingold, das ihn ja erst hierher geführt hat, ließ unser guter Georg leider in Berlin im Reisebüro Southern Cross bei der bezaubernden Nolo zurück. Ein großer Fehler, wie sich noch zeigen wird. Ach, ja, so lässt es sich leben. Was zu trinken hätte ich jetzt gern. Shampoos oder so. Wow, schau mal, die Burg da über uns. Sag mal, T, warum hast du eigentlich wieder mich mitgenommen und nicht die bezaubernde Nolo? Gute Frage. Vor allem bei so einem romantischen Ausflug wie diesem, entlang des Rheins. Aber Tatjana, also Nolo, wollte auf Wohnungssuche gehen. Ihre alte Wohnung wurde ja schon aufgelöst. Stimmt. Hat sie was in Aussicht? Wo wohnt sie denn jetzt? Im Hotel. Nicht das Adlon. Irgendwas am Kurfürstendamm. Soweit ich weiß, sucht sie mit den Kleinanzeigen der Zeitung von gestern eine Wohnung. Also richtig, wie es sich gehört. Wie ein ganz normales Mädchen. Ja, wie ein ganz normales Mädchen. Ah ja. Möchtest du auch ein Stückchen Schokolade? Habe ich aus Belgien mitgebracht. Dafür hattest du Zeit, ja? Danke. Nicht so gut wie die Schweizer, aber nicht schlecht. Wie geht's denn jetzt weiter? Und wieso meinst du, dass wir hier jetzt am richtigen Ort sind, wo dich Tron mit seiner Chiffre hinhaben will? TEE? Rheingold? Das hier ist der TEE Rheingold. Das Original von 1962. Ja, und sicher kein Zufall, dass er ausgerechnet heute hier unterwegs ist. 42 Jahre später, am 23. Mai. K.E. Tron wusste wieder schon damals, dass diese Dinge heute passieren würden. Wenn, dann, naja, ich glaube eher, er hat damals schon dafür gesorgt, dass diese Dinge heute passieren. Ach so, meinst du das? Ja klar, klingt logisch. Aber trotzdem... Was nun? Jetzt sitzen wir hier und ich habe tierischen Durst. Die Schokolade. Wann kommt hier denn mal ein Kellner vorbei? Daran hat Tron damals wieder nicht gedacht. Das ist die Deutsche Bahn. Was erwartest du? Da nützt auch künstliche Intelligenz nichts mehr. Ach, wenn du schon was von der Bar holst, kannst du mir deine Cola mitbringen? Mistkerl. Aber Rheingold, meint das nicht den Nibelungenhort? Gehört er nicht einem Drachentöter? So wie du einer bist, Georg? Ich schau da mal, ob ich was zum Trinken auftreiben kann. Bis gleich. Hort der Nibelungen. Siegfried der Drachentöter. Hagen der Siegfriedstöter. Hildebrand der Hagentöter. Bitte sehr. Hagen von Tronje. Ja. Tron. Dankeschön, danke, ja. Oh je. Ja. Ihre Fahrkarte, bitte. Oh, ja. Moment. Hier, bitte. Hatte sie gar nicht gehört, also gesehen. Sind Sie auch für die Bedienung zuständig? Nein, nein, das machen die Stewards. Ich bin der Schaffner. Sie sind Nibelungen-Fan? Wieso? Ja, ich hörte, wie Sie mit sich sprachen. Hagen von Tronje. Manche Quellen sagen ja auch Hagen von Troja. So? Welche denn? Und wäre Troja nicht irre weit weg? Nein, 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 nein.
Troja ist ein alter Name der Stadt Xanten. Historisch nicht korrekt, aber im Mittelalter sehr geläufig. Daher wird er so wohl auch in der Tidrex-Saga verwendet. Ist eine der Quellen der Nibelungen-Legende. Naja, die alten Namen. Tidrek. Wissen Sie, wer damit gemeint war? Nö. Tidrek meint Dietrich. Dietrich von Bern. Und Bern wiederum. Das ist ein alter Name von Bonn. Unser nächster Bahnhof. Bonn? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum die damals zur Bundeshauptstadt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Schule in Geschichte nicht aufgepasst. Die Konservativen haben sich Bonn als Hauptstadt gekauft. Die Stimmen für Bonn waren allesamt gekauft. Ja, aber warum? Was ist oder war so sexy an Bonn? Wussten Sie, dass das Bonner Wappen auf ein römisches Bildwerk, vermutlich aus dem Mithraskult, zurückgeht? Zeigt einen Löwen, der einen Eber schlägt. Heute ist der Löwe gold auf rotem Grund, früher war er rot auf blauem Grund. Und darüber steht das schwarze Kreuz der Kurfürsten aus Köln. Auf weißem, eigentlich silbernem Grund. Die Kölner Kurfürsten hatten in Bonn ihre Residenz. Später fiel Bonn an die Preußen. Schwarzes Kreuz auf weißem Grund. Deutschordenland. Das erklärt einiges. Und Mithras. Ausgerechnet hier. Aber mal eine ganz andere Frage. Dieser Zug hier, sind Sie zufällig auch früher schon mit dem gefahren? Ich meine, als er noch regulär im Einsatz war. Und nicht nur als Museumszug, so wie jetzt. Ah, Sie meinen die große Zeit des TEE? Ja. Naja, eigentlich bin ich ja längst im Ruhestand. Das hier ist Hobby. War mein Lieblingszug. Warum hatte der Zug nur erste Klasse Abteile? Keine zweite Klasse? 50er, 60er Jahre. Trans-Europa. Luxuszug. Ist das nicht selbsterklärend? Hier waren die Spitzendiplomaten und Wirtschaftsbosse unter sich, die damals Europa neu unter sich aufteilten. Hier sollte kein gewöhnlicher Bürger mitfahren können und wollen. Der Luxus und die Exklusivität schirmten die hohen Herren nach außen hin ab, die diese Züge nutzten. Oh, ich kann Ihnen so einiges erzählen, was sich damals in diesen Erste-Klasse-Abteilen alles abgespielt hat. Große Politik, große Intrige, ganz großes Theater. Dafür ist dieser Zug konstruiert worden? Eine Titanic auf Schienen? Nur ohne Eisberg und Untergang und so. Ja. Sicher, aber ich muss weiter. Vielleicht ergibt sich später noch Gelegenheit, weiter zu plaudern, wenn ich fertig bin mit meinem Rundgang. Hat mich gefreut. Ihre Fahrkarten bitte. Ein Gedanke bemächtigt sich unseres Georgs, als er so darüber nachdenkt, woran ihn dieses einstige rollende Luxusghetto für die Elite der nicht nur europäischen Gesellschaft erinnert. War dieser Trans-Europa-Express nicht früher zwischen dem Fährhafen Hoek van Holland und ausgerechnet Genf unterwegs und hieß Rheingold? Hier, deine Cola, T-Rex. Prost. Vergiss die Cola, komm mit. Hey, warte. Was soll das? Wo willst du hin? Wirst du gleich sehen. Nee. Sag mal, Kim, wo würdest du hier im Zug einen geheimen Raum verstecken? Hier im Zug? Im Geschoss unter dem Panoramawagen, in dem wir unseren Platz haben. Da ist eigentlich die Küche. Aber wer weiß, was da noch alles ist, wo die Passagiere hier im Zug nicht hin dürfen. Du bist gut. Lassen Sie sich nicht stören, meine Herren. Wir sind vom Staatsschutz. Kühlraum, Büronische. Da! Ja. Komm rein, Kim. Voilà. Was ist das hier?
Wieso sollte sich ein Luxuszug von einem Luxushotel unterscheiden? Wie im Adlon. Die Geheimdienste dieser Welt hören immer mit, sind immer mit dabei. Dafür wurden ja diese Edel-Elitenkutschen designt und gebaut. Das ist eine Überwachungszentrale? Ja, und alles noch da. Tonbandaufzeichnungsgeräte, Steuerpult, Kopfhörer, Lautsprecher. Und voll funktionsfähig. Unglaublich, wie die Stasi auf Rädern. Und für jedes Abteil, sogar für jede Sitzgruppe. Also, wenn hier im Zug früher irgendwelche Typen große Geschichte verhandelt haben, also, die waren immer live mit dabei. Immer auf Sendung. Der Fehler war bei Rin, an den Rhein zu denken. Aber den Fehler haben auch andere schon gemacht. Woran denkst du also? Der alte Drachentöter fand den Schatz dort, wo der Rhein zum Bach wird. Und doch nie der Rhein war. Und vielleicht liegt der sagenhafte Hort heute noch immer dort. Man müsste es wahrscheinlich nur einmal aus der Perspektive des Rheingolds betrachten. Scheiße, aber was war das denn schon wieder?